Ja, einen schönen guten Tag. Und zwar zocken wir heute mal wieder eine Runde Battlefield 3, Eroberung. Und jetzt schauen wir mal. Oh, es sind doch noch einige Tickets zu spielen. Die Runde hat schon begonnen. Und wir liegen in Führung. Also, der Server ist ja voll nahezu. Ist ein 64-Spieler-Server. Und ja, Kollege ist gerade am Mörsern. Wollen wir ihn mal nicht weiter stören. So, dann gucken wir mal. Eine richtig schöne Map, finde ich. Ich meine, das ist eine DLC-Map. Ich glaube schon. So, dann würde ich mal sagen, wechseln wir mal die Seite und schauen mal, was da hinten so los ist. Wir können uns mal sehr Richtung A-Flagge orientieren. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sich das dann vielleicht doch ein bisschen staut da gleich. Mit der G36 hat er mich erwischt. Der Kollege. So, dann gucken wir mal, wo halten sich denn die Squad-Kollegen auf. Dann joinen wir mal bei den Kollegen. So, wo ist er jetzt? Okay, der ist weitergerannt. Ich wollte gerade sagen, hier stehe ich jetzt etwas schlecht. Oh Mann, hinter mir, oder? Den habe ich nicht gesehen. Hätte ich vielleicht erstmal die Lage checken sollen. Okay, der Kollege liegt. Erstmal reinkommen ins Spiel. So. Ja, laufen wir hier mal weiter. Hier haben wir ein bisschen Deckung. Und schau mal, was hier so abgeht. Also, hier wird wohl Feindkontakt sein. Da schnippert einer. Ah ja, da ist auf jeden Fall einer. Ich versuche die mal zu taggen. Ah, hier vorne ist einer. Okay, mehr sind dann... Da vorne sind noch ein paar mehr. Wo ist er denn jetzt hin? Ich wollte gerade sagen, irgendwann kommt er doch, oder? Also noch mehr. Ich glaube, da war noch einer. So, es wäre jetzt mal ganz cool, wenn ich hier ein bisschen Unterstützung bekomme durch Teamkollegen, aber es sieht momentan nicht so aus. Jawohl, perfekt. So, ich weiß nicht, ob ich hier so gut stehe. Hier nehmen wir nicht ein, oder was? Doch, hier nehmen wir ein. So, hier habe ich Deckung. Ich kontrolliere die Tür. Ich hoffe, das geht gut. So. Jawohl, jetzt haben wir die Flagge eingenommen. Jetzt kommen wir weiter, oder? Okay, da vorne ist einer am Snipern. Okay, der ist tot. So, dann sieht es ja gerade ganz gut für uns aus. Eine Flagge haben wir nicht. Dann würde ich mal sagen, geht's hier weiter. Ja, lauf ruhig vor, Kollege. So, das ist gut gegangen. Oh, Munition. Sehr gut. Hier oben können die auch teilweise sein. Also muss man hier echt ein bisschen aufpassen. Ich glaube, wir können weiter, oder? Ich check mal hier oben die Lage. Komme ich da hin? Oh, ich glaube nicht, dass das schlau war. Ja, nee, das war nicht schlau. Oh Mann, da geht's also nicht mehr weiter. Ich bin Sanitäter. Brauchst du irgendwas?
So, aber macht so halt Bock. Also sind lässt sich gerade auch ganz gut spielen. Also trotz dessen, dass der Server ja voll ist. Und dann schauen wir mal. Eine richtig schöne Map, ne? Ja, und das sind halt, das so, das ist halt das Coole. Hier hat man halt richtig coole Infanterieduelle. Und ja, das ist auch mehr eine Infanterie-Map. Ich glaube, es gibt da so ein, zwei Fahrzeuge gibt's, aber es gibt, glaube ich, keine Panzer. Glaube ich zumindest. So, ich würde sagen, wir wechseln gleich mal wieder. Oh, Mist. Wir wechseln gleich mal wieder die Seite, wollte ich sagen. So. Mal gucken, wo halten sich die Teamkollegen dann auf? Hier vorne. Dann treten wir hier mal bei. Na, wir laufen hier mal weiter. Oh oh. Hier ist das alles so offen. Das gefällt mir gar nicht. So, ich muss mal schauen. Also, wir haben eh alle Flaggen. Also, von daher, also bis auf eine Flagge. Von daher könnte ich mir auch eigentlich nur mal einen guten Bereich suchen. Der Mörser, sagt der Kollege. Laufen wir hier mal weiter. Ah, ne, hier geht's weiter. Ich habe die schon lange nicht mehr gezockt, die Map. So. Ja, ich pirsch mich hier mal durch. So ein bisschen außen lang. Ja, hier waren wir gerade, glaube ich, auch, ne? Ja. Okay, wir hatten die Flagge schon wieder verloren. Okay, ich glaube, da könnten wir gleich Probleme bekommen. Nimm dir das Medikit, hol's dir. Ja, okay, der ist schon wieder tot, der Kollege. Dann laufen wir hier mal durch. Ne, hier geht's weiter, ja. Okay, da ist auf jeden Fall noch einer. Da sind vermutlich ein paar mehr. Es kann sogar sein, dass die da so ein Fahrzeug haben. So, mehr Granaten haben wir nicht. Checken wir mal hier den Bereich. Ja, der Kollege hat gerade ein Problem. Ja, ich glaube, die haben da ein Fahrzeug, ja. Das ist gerade hohes Kaliber, was da auf uns feuert. Da kommt, glaube ich, jetzt jemand, oder? Ja, wir haben ihn. Schön nachladen. Frische Munition. Kommen wir hier noch weiter? Na, können ja mal kurz die Lage checken. Ich glaube, das ist so riskant, da jetzt reinzulaufen alleine, aber wir machen das trotzdem mal. Könnte überall einer sitzen. Server ist halt auch voll. So, das hat geklappt. Okay. Oh, ne, das hat mich sofort erwischt. Ich hätte sie jetzt vielleicht vom... das ist der Typ mit der LMG. Mit dem LMG. Ich hätte vermutlich sogar noch die richtig flankieren können von hinten. Aber ich hätte jetzt nicht so gedacht, dass ich so instant drauf gehe. Aber das hat das Spiel nun mal an sich. Leider manchmal. Das hat halt ja mittlerweile auch schon so ein paar Jahre auf dem Buckel. Ah, hier, ganz cool, ne? Hier sogar auf der Entfernung. Ich weiß, habe ich ihn ausgeschaltet? Ja.
Noch einen erwischt. Geil. Das sind so richtig coole Duelle, oder? Also, auf richtig langer Entfernung, Nahkampf, nicht dauernd ein Panzer, der einen nervt. So, weiter. Hier bleiben wir mal ganz kurz noch. Ich habe gleich schon keine Munition mehr. Das ist mein Problem hier gerade. Perfekt. Perfekt. So geil. Das nutzen wir mal aus und gucken mal, ob wir hier vielleicht noch den einen oder anderen ausschalten können. Die springen da so schnell vorbei da oben. Oder doch, sonst werden wir gleich vielleicht doch mal die Seite wechseln. Ja, schnappen wir uns nochmal Munition. Ist leider wieder verbuggt. Jetzt müssen wir ganz schnell weg da. Ja, dann laufen wir hier mal wieder außen lang. Hoffen mal, dass wir das überleben. So, wie steht's denn eigentlich? Oh, wir haben die Runde gleich schon gewonnen, sehe ich gerade. Schade. Es ging ja dann doch sehr schnell. Ja, aber solche Maps, sowas hätte ich mir dann auch nochmal so in Battlefield 4 gewünscht. Na, man kann die halt, die sind jetzt nicht so offen, diese Maps. Und man kann die halt so richtig schön kontrolliert zocken. Also richtig geiles Infanterie-Gameplay. So, weiter. Wir laufen hier mal durch, oder? Ne, machen wir nicht. Oh, die Kollegen fallen gerade. Schaut mal, wie verwinkelt das alles ist, wo das hier weitergeht. Echt krass. So, da haben wir auf jeden Fall Feindkontakt. Ja, der will halt nicht. Warum auch immer. Dann probieren wir hier nochmal durchzukommen. Weg. Ist keine gute Idee. Oh, der Sniper. Krass. Ich weiß nicht, ob der mich erwischt hat. Könnte sein. Ich bin mir nicht sicher. Oh Mann, in letzter Sekunde. Also war mal eine Runde Battlefield 3 Eroberung. Ja, hat ziemlich Spaß gemacht. Hätten von mir einer Seite aus ein bisschen länger dauern können. Ja, dann würde ich sagen, haut rein, macht's gut und ciao.